Hallo, noch ein Beispiel für die Fläche zwischen zwei Graphen, um die zu berechnen. Das heißt, wenn wir uns das Prinzip nochmal anschauen, dann sehen wir haben hier einen Graphen, einen oberen Graphen und wir haben hier einen unteren Graphen. Und wir haben zwei Integrationsgrenzen a und b und wir sollen genau die Fläche zwischen diesen beiden Graphen jetzt hier entsprechend berechnen. Wie kann das funktionieren? Man kann einfach die gesamte Fläche unter f berechnen und dann die gesamte Fläche unter g davon abziehen. Dann kommt man genau auf dieses Flächenstück. Aber dafür müsste man ja die Flächenberechnung zweimal machen. Das ist natürlich kompliziert. Und es gibt einen kleinen Trick. Man kann eine sogenannte Differenzfunktion bilden. Das heißt, man bildet f von x minus g von x. Und geschickterweise auch immer oberer Graph minus unterer Graph, dann ist nämlich die Differenzfunktion so, dass man nachher einen positiven Wert auch erhält. Falls ihr das andersrum macht und vertauscht habt, dann merkt ihr das entsprechend, wenn ihr einen negativen Wert dabei herausbekommt. Und dann könnt ihr natürlich Betragsstriche setzen, dann funktioniert das auch. Okay, das heißt, wenn wir also diese Differenzfunktion gebildet haben, nennen wir sie jetzt mal h von x, dann können wir von h eine Stammfunktion bilden und dann entsprechend obere Grenze minus untere Grenze. Und dann können wir ganz normal die Fläche berechnen, bloß dass wir das nicht mit unserer Funktion f oder g tun, sondern eben hier mit unserer Differenzfunktion, die wir natürlich auch entsprechend aufstellen müssen. Okay, wie kommt man jetzt an die Integrationsgrenzen? Das ist natürlich auch ganz leicht. Denn die müssen wir natürlich als allererstes erkennen. Das heißt, zuerst Integrationsgrenzen erkennen, dann die Differenzfunktion aufstellen und dann die Fläche berechnen. In diesem Fall, wenn die Graphen sich nicht schneiden und man keine Schnittstellen hat, die man berechnen kann, dann muss man entsprechend ein Intervall gegeben haben. Sowas sieht dann so aus. Von 1 bis 2 und dann weiß man, okay, man soll im Intervall, also a ist gleich 1 und b ist gleich 2, entsprechend dann die Fläche bestimmen. Gut, schauen wir uns mal an, wie das Beispiel aussieht. Das heißt, wir zeichnen uns erstmal die Graphen auf. x² plus 2, das heißt, wir wissen, wir sind hier. Und dann ist x² plus 2 ungefähr so. Minus x², das heißt also, wir müssen die Normalparabel nehmen, die aber an der x-Achse gespiegelt ist. Und dann ist das hier unser g. Und jetzt sollen wir die Fläche im Bereich von 1 bis 2, muss ich ja durch meinen Graphen hier noch ein kleines Stückchen erweitern. Und hier den grünen auch nochmal. So dass man dann hier also die ganze Fläche berechnen soll zwischen den beiden Graphen. Und jetzt können wir eben, das ist der obere Graph, das hier ist der untere Graph. Und wenn wir jetzt unsere Differenzfunktion berechnen, dann berechnen wir eben oberer Graph minus unterer Graph. Das heißt, wir haben f von x. Entschuldigung, f von x minus g von x. Und das können wir jetzt entsprechend ausrechnen, indem wir es einfach einsetzen. F von x ist x² plus 2 minus, Achtung, jetzt kommt Minusklammer, minus x². Da immer darauf achten, dass man das wirklich in Klammern setzt. Das können wir dann entsprechend noch zusammenfassen. Das sind dann 2x² plus 2. Jetzt haben wir unsere Differenzfunktion gebildet und dann bilden wir auch gleich dazu die Stammfunktion. Also Exponent 1 hoch, ein Drittel davor und die 2 bleibt. Plus 2 und einfach nur das x dahinter. Das können wir noch einmal zusammenfassen. Dann sind das 2 Drittel x hoch 3 plus 2x. Und jetzt berechnen wir ganz normal unsere Fläche. Das heißt, wir bilden
das bestimmte Integral. Von 1 bis 2 sollen wir integrieren. Und jetzt nehmen wir nicht f und nicht g, sondern nehmen jetzt entsprechend h von x. Vielleicht fragt ihr euch ja auch gerade, hier sind ja auch so Nullstellen dazwischen. Darf man überhaupt hier einfach so über diese Nullstellen hinweg integrieren? Das darf man. Und es ist überhaupt gar kein Problem, dass der eine Teil jetzt oberhalb der x-Achse liegt und der andere Teil unterhalb der x-Achse. Denn wenn man jetzt entsprechend für die Differenzfunktion gleich nochmal plus 100, also eine andere Stammfunktion nimmt, hier praktisch nochmal sich plus 100 denkt, dann können wir gleich sehen, dass sich diese 100 einfach beim Flächenberechnen einfach subtrahiert und gar nicht mehr zum Tragen kommt, sodass man also jede der beiden Graphen hier auch einfach um 100 hochsetzen könnte. Und dann ist bei der Differenzfunktion, würde sich diese 100 eben auch wegsubtrahieren. Und deswegen ist es überhaupt gar kein Problem, einfach so die Differenzfunktion zu bilden. Also hierbei fällt dann diese, wenn wir das Ganze entsprechend weiter nach oben verschieben, fällt das weg, sodass wir auf jeden Fall immer die gleiche Differenzfunktion erhalten, wo die 100 subtrahiert wurde. Okay, jetzt können wir das entsprechend berechnen. Also wir hatten hier unsere Stammfunktion. Das heißt, wir setzen h von x in eckige Klammern von 1 bis 2, obere Grenze minus untere Grenze. Und jetzt können wir entsprechend einsetzen. Ist gleich. Denkt immer dran, erst setzen wir die 2 ein, dann setzen wir die 1 ein und das Ganze am besten in die Klammern schreiben, denn sonst ist das Problem da, dass wir hier diese Minusklammer übersehen. Also steht da jetzt 2 Drittel mal, wir setzen erst die 2 ein, mal 2 hoch 3 plus 2 mal 2. Dann setzen wir entsprechend die untere Grenze ein, also die 1, 2 Drittel mal 1 hoch 3 plus 2 mal 1. Und dann ist das einfach 2 Drittel mal 8, das wären 16 Drittel plus 4 minus 2 Drittel plus 2. Okay, 16 Drittel plus 4, machen wir eine kleine Nebenrechnung auf dem Schmierzettel, 16 Drittel plus 4 Eintel. Also müssen wir es auf den gleichen Nenner bringen. Dann haben wir 16 Drittel plus, das muss auch auf 3, also mal 3 plus 12 Drittel. Dann wären das also 28 Drittel minus, und dann können wir einfach 2 Drittel plus minus 2, 2 Drittel schreiben. Ihr merkt schon, die Bruchrechnung braucht man wirklich immer wieder. Deswegen immer einfach einen Schmierzettel daneben legen, dann könnt ihr viel, viel leichter rechnen. Jetzt müssen wir hier nochmal subtrahieren. Also, wie funktioniert das? 28 Drittel minus 2, 2 Drittel. Das heißt, wir müssen das einfach nochmal entsprechend umwandeln in die gemischte Zahl oder in den unechten Bruch. Ich nehme jetzt mal den unechten Bruch. Minus 2 mal 3 sind 6, plus 2 sind 8 Drittel. Also sind es insgesamt 20 Drittel, die dabei rauskommen. Denkt dran, die Rechnung in der Klausur muss immer ordentlich aussehen. Deswegen bitte immer auf dem Schmierzettel solche kleinen Nebenrechnungen machen. Oder natürlich alles im Kopf. Das könnt ihr natürlich auch. 20 Drittel können wir noch umwandeln in 6, 2 Drittel. Und ihr seht schon, wir haben eine positive Fläche dabei erhalten. Einen positiven Wert für die Fläche, so muss man es ja richtigerweise sagen. Und das bedeutet auch, dass wir hier eben daran gedacht haben, den oberen Graph minus den unteren Graph zu nehmen. Und die obere Funktion minus die untere Funktion zu rechnen. Okay. Das war's.
Das heißt, wir fassen nochmal zusammen. Für die Fläche zwischen den Graphen, also immer die Differenzfunktion bilden, dann entsprechend die Stammfunktion der Differenzfunktion und dann entsprechend einsetzen. Bei der Differenzfunktion darauf achten, dass man den oberen Graphen und den unteren Graphen sich genau anschaut. Bei der Integration müssen wir die Integrationsgrenzen kennenlernen, entweder Schnittstellen berechnen oder eben das Intervall beachten. Dann die Differenzfunktion beachten, Achtung, obere Funktion minus untere Funktion. Dann hier entsprechend die Stammfunktion bilden und dann ausrechnen, fertig. Okay, das war dann nochmal ein zweites Beispiel zu